Wir wollen heute mit euch gemeinsam Produkte der Marke Happy Cheese testen. Die waren nämlich so lieb und haben uns vor kurzem ein Produktpaket zugesendet. Das Paket, was wir bekommen haben, heißt Dr. Manners und ihr findet das bei denen auch im Online-Shop. Allgemein deren Produkte findet ihr auch bei Dance und in Bio-Supermärkten und manchmal auch in normalen Supermärkten bei uns in der Gegend. Im Raum Hannover finden wir das eigentlich nie, aber ihr, wenn, also vielleicht habt ihr das Glück. Auf jeden Fall ist das Ganze unbezahlt, das noch so als Info vorab. Also wir wurden weder darum gebeten, noch kriegen wir Geld dafür. Wir dachten uns nur einfach, vielleicht wäre das für euch auch ganz cool, zu wissen, wie so vegane Käsealternativen schmecken von dieser Marke. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Ja. Also zum einen haben wir so eine Art, wie heißt es nochmal, Camembert bekommen. Und zwar heißt der Happy White. Und weil in den letzten Videos immer wieder angesprochen wurde, dass wir nicht auf die Zutaten eingehen, fangen wir damit heute mal an. Und zwar, hier ist drin Cashew, 64%, bevor ich damit anfange. Alle Produkte, die wir euch hier zeigen, alle Produkte aus diesem Produktpaket, sind auf der Basis von Cashewkernen hergestellt worden. Deswegen also hier 64% Cashew, Wasser, Salz, vegane Fermentations- und Edelschimmelkulturen und... Ja, genau. Das war's schon, ne? Ja, also eigentlich nicht viel. Ich würde sagen, wir testen das mal. Ich bin total gespannt. Wir waren früher Riesenfans. Boah, krass. Von Camembert. Riecht einfach original. Du weißt jetzt so rein. Nein, riecht einfach original wie Camembert und sieht einfach genau so aus. Möchtest du auch mal riechen? Oder? Total. Wenn der jetzt auch wie Camembert schmeckt, dann fress ich einen Besenstiel. Wir haben früher übrigens Camembert geliebt. Ja, wir haben früher zum Beispiel auch mal Ofenkäse gegessen. Mhm. Ist ja so ähnlich, ne? Einfach nur gebacken. Jetzt bin ich echt gespannt. So. Sieht auch eigentlich aus wie Camembert. Ich bin so gespannt. Oh, oh mein Gott, das schmeckt original wie Camembert. Mhm. Auch genauso cremig. Mein Gott. Oha. Das schmeckt, ich finde so im Nachgeschmack ein bisschen anders, aber sonst eigentlich genauso wie Camembert, oder? Mich würde es jetzt interessieren, wenn wir den backen, ob der dann schmeckt wie Ofenkäse. Ich bin gerade voll begeistert. Richtig gut. Also, 10 von 10 würde ich sagen. Als nächstes haben wir hier diese Pasta-Würze. Und die haben wir tatsächlich schon probiert. Wir konnten nicht widerstehen. Und das schmeckt einfach wie Parmesankäse. Also wir haben es halt schon mal probiert, schmeckt so, so lecker. Und da ist eigentlich nur zu 98,4% Cashew drin. Dann Hefeflocken, Salz und vegane Aromen. Also wirklich nicht viel. Und das haben wir schon mal gegessen zur Bolognese. Hm. Schmeckt richtig, richtig gut. Ja, also das finde ich, lecker. Schmeckt auch original wie, das schmeckt, finde ich, auch original wie Parmesankäse. Also ist ein perfekter Ersatz und halt auch viel gesünder als normaler Parmesankäse. Ich sage, wir bleiben noch bei den Käsesachen. Und zwar sind, wir sind jetzt bei einem Käse, der heißt italienische Kräuter. Ich zeige euch den mal. Und da ist Folgendes drin: 61% Cashew, Wasser, Gewürzmischung, Knoblauch, Zwiebeln, Petersilie, Pfeffer, Tomaten, Basilikum, Oregano, Salz, vegane Fermentationskulturen und das war's. Also sieht auch schon sehr, sehr lecker aus. Und da sind sehr viele Kräuter drauf. Ich bin mal gespannt. Ich schneide das mal jetzt so ab. Also, so sieht der Käse aus. Hoffentlich sieht man das. Mhm. Kannst ja auch nochmal so zeigen, so war der verpackt. Mhm. Von innen sieht er sehr cremig aus und von außen ist sehr, sehr viel... Gewürze, ne? Es sind sehr viele Gewürze dran, es sieht ein bisschen ölig aus. Erstmal mit der Hand. Ich muss sagen, finde ich auch sehr lecker. Ja, schmeckt sehr, sehr lecker. Stell es mir sehr lecker auf Brot vor. Genau, aber ich würde sagen, der schmeckt nicht unbedingt nach Käse, oder? Also hat... Schmeckt nicht wirklich nach Käse, finde ich. Aber schmeckt trotzdem sehr lecker. Nachgeschmack, finde ich, schmeckt man das Öl. Ich weiß nicht. Also, was hatte ich nochmal gesagt? Ich weiß gut, gar nicht, was ich gesagt hatte, was da drin war. Steht gar nichts mit Öl, ne? Aber schmeckt sehr ölig, muss ich sagen. Aber sehr lecker. Was ist das hier? Das ist Bärlauch? Genau. Was soll das sein? Fresh Bärlauch steht hier drauf. Ich denke mal, das ist so eine Art Brotaufstrich oder so. Ich zeige euch das mal. So sieht das Ganze aus. Ich weiß nicht, ob es ranzoomt. Hier sind drin 58% Cashew, Wasser, Salz, Bärlauch und vegane Fermentationskulturen. Also auch wieder nicht so viel drin? Ja, das finde ich übrigens sehr gut. Also bis auf jetzt eben bei dem italienischen Kräuterkäse, obwohl man da sagen muss, das meiste waren da halt einfach irgendwelche Kräuter, sind nicht viele Zutaten drin, was ja immer eigentlich für solche Produkte spricht. So sieht das Ganze jetzt geöffnet aus. Ich finde es ein bisschen wie so eine Kräuterbutter, ne? Ja, irgendwie oder schon, Knoblauchbutter. Ich mache mal was raus. Mhm. Das
relativ fest, ne? Mhm. Aber nicht so fest wie der Käse. Auch nicht wirklich flüssig. So, ja. Ein Löffel. Nee, einen Löffel brauche ich noch für was anderes. Nimm mal einfach so ein bisschen was ab. Das ist zu viel. Ich esse zu viel. Das schmeckt richtig gut, ne? Mhm. Ich finde, das schmeckt wie Frischkäse, einfach nur mit Bärlauch, oder? Ja, schmeckt wie Frischkäse. Ich kann das immer so schlecht vergleichen. Ah, schmeckt gut. Das stelle ich mir sehr gut entweder auf Brot vor oder zum Grillen. Ich kann es mir auch richtig gut einfach auf ein Baguette oder sowas vorstellen. Also ich glaube, mit allen möglichen Backwaren schmeckt das sehr, sehr gut. Kann ich auch nur empfehlen. Dann haben wir hier den Buddha Drink. Und da ist drin, also so sieht das aus. Da ist drin Wasser, Cashewkerne, Agavendicksaft, Zitronensaftkonzentrat, Zitronenöl, Salz und vegane Fermentationskulturen. Also Geschmacksrichtung Lemon, Zitrone. Genau. Und dann haben wir den gleichen nochmal als Classic. Tatsächlich hatten wir das jeweils zweimal und haben es schon probiert. Ja. Genau. Das schmeckt sehr gut. Ich habe vergessen zu schütteln. Also ich auf jeden Fall. Ich jetzt auch. Das schmeckt halt richtig lecker. Und das Coole ist, es schmeckt halt nicht so doll süß, ne? Also es schmeckt nicht wirklich süß. Es schmeckt sehr... Also nicht neutral, aber es schmeckt nicht zu süß, aber sehr, sehr gut. Und ich finde, es schmeckt einfach original wie so ein Joghurt-Drink, den wir früher mal nicht vegan sehr gerne getrunken haben. Bloß halt nicht zu süß, finde ich. Genau, aber das können wir halt auch auf jeden Fall empfehlen. Schmeckt sehr, sehr lecker. Und Classic schmeckt auch sehr, sehr gut. Ich finde... Es schmeckt halt nach nichts, aber ich denke mal... Ich finde, es schmeckt nach Buttermilch. Okay. Oder? Also, wir haben es ja schon mal probiert. Aber ich habe das alles schon Ewigkeiten nicht mehr getrunken oder gegessen. Ja, stimmt. Doch, Buttermilch ist ein guter Vergleich. Es schmeckt schon arg nach Buttermilch. Ich glaube, das ist sowas, was man sich auch gut in Kaffee schütten kann oder so. So ein paar... Ich weiß nicht, Buttermilch in Kaffee? Ja, weiß ich nicht. Ich würde es einfach so trinken, glaube ich. Okay. Oder einen Shake reinpacken. Also morgens einen Smoothie-Bowl oder so. Weiter geht's mit einem Cashew-Joghurt und zwar mit Himbeergeschmack. Den hier. Also ich glaube, für mich wäre der Joghurt zu klein, kann ich euch sagen, weil, weiß nicht, selbst diese, also wenn das eine Doppeltergröße wäre, Jan und ich essen einfach sehr, sehr viel, wären wir danach nicht satt. Wir sitzen übrigens gerade draußen und es fängt gerade an zu regnen. Ich hoffe, man hört es nicht so doll im Hintergrund. Und dann hat Marie den gleichen Joghurt nochmal mit Cashew, mit Mango, ne? Genau. Haben wir Zutaten schon gesagt? Nein. Fang du mal mit Himbeer an. Also da ist Cashew-Drink ist da drin. Wasser, Himbeeren, Agavendicksaft, Maisstärke, Zitronensaftkonzentrat und dann Verdickungsmittel, Guacamole, so. Ja, und das war's eigentlich. Genau, und hier ist eigentlich das gleiche drin, nur mit Mango noch. Also das gleiche wie in einem anderen Joghurt, nur mit Mango. Und wir können ja jeder mal probieren. Probier jetzt Mango, Jan Himbeere. Schmeckt sehr, sehr lecker. Aber halt nicht süß. Also ich denke mal, für viele, die es halt sehr, sehr süß mögen, ist das vielleicht nichts, aber... Für mich ist es genau richtig. Also ich muss sagen, Mango schmeckt auch nicht süß. Und ich finde, es schmeckt sehr nach Mango-Sorbet, also wie Eis so ein bisschen, aber halt null gesüßt. Stimmt, schmeckt echt nach Mango-Sorbet, ne? Richtig gut. Himbeere schmeckt auch sehr lecker, obwohl ich sagen muss, das merken wir auch immer, wenn wir zum Beispiel Smoothies machen, dass Himbeere auch in Smoothies keinen kräftigen Geschmack hat, was ich immer schade finde, weil Himbeere an sich immer sehr kräftig schmeckt, aber irgendwie in Smoothies und so nicht. Ja. Aber ich muss sagen, sehr, sehr gut. Schmeckt alles sehr gut. Mhm. Am besten hat mir jetzt tatsächlich, glaube ich, also es schmeckt alles wirklich richtig gut. Und am besten hat mir jetzt persönlich der Camembert geschmeckt. Ja. Der schmeckt einfach... Kann ich mich nur anschließen. Original nach Camembert, darauf komme ich nicht klar. Und die Pasta-Gewürze, also finde ich auch so lecker, schmeckt so nach Parmesankäse. Ja, und das war's jetzt erstmal. Wir werden das gleich alles noch aufessen. Peu à peu. Mit unserer Family wahrscheinlich, damit, das Ganze schaffen wir wahrscheinlich nicht alleine. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Ja. Und falls ihr die Produkte selber kaufen wollt, am Anfang hatten wir euch ja gesagt, wo ihr sie finden könnt und ja. Das war's. Falls ihr sie selbst schon mal probiert habt, schreibt uns gerne euer Feedback unten in die Kommentare. Und wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns unten kostenlos und bis zum nächsten Video. Tschüss.